In der Steiermark, da goss es zu Beginn in Strömen. Schlechtes Wetter und schlechte Nachrichten auch für Sturm Graz. Mit Neukirchner, Schopp und Mehlich fehlten drei ganz, ganz wichtige Spieler. Servet komplett, aber mit Mühen am Anfang. Wacha spielte im Mittelfeld auf den Mann und eben dieser Wacha stand nach 10 Minuten völlig neben den Schuhen bzw. neben dem Mann. Der lange Ball von Schupp und Jan-Peter Martens. Es war die erste ganz gefährliche Aktion in dieser Partie nach 10 Minuten. Ihr seht es gut, Wacha steht einfach still. Martens kann auf den Ball laufen. Peter, der heraushält, muss nicht eingreifen. Die Genfer, die hatten Mühe im Angriff, überhaupt auch mit der Angriffsauslösung. Die Grazer Abwehr um Libero Foda stand ganz, ganz gut. Und so waren es meist Versuche aus der zweiten Reihe, aus der Distanz, die für die größte Gefahr sorgten vor dem Tor. Der Grazer hier versucht sich Wolf, sieht knapp aus, ging aber doch 2-3 Meter neben dem Tor vorbei. Nach 20 Minuten war das die erste und zugleich auch gefährlichste Aktion von Servet Genf. Die Genfer, die hatten Mühe, vor allem eben mit den langen Bällen, die aus der Verteidigung kamen. Hier die ganz dicke Möglichkeit für Straffner war es. Ja, wenn die langen Bälle kamen, dann wurde es ganz brenzlig. Hier, direkt bald im direkten Anschluss, wieder Straffner, der angeflogen kam. Kollision im Genfer Strafraum drin. Eine Szene übrigens mit Folgen. Nicht nur, dass es die bis dahin größte Möglichkeit für die Österreicher war, sondern Peda verletzte sich bei diesem Sprung auch, bis allerdings auf die Zähne, wollte unbedingt weitermachen. Die Österreicher so nach und nach die bessere Mannschaft, optisch überlegen. Foul von Gianrean Vastic. Dafür gab es die gelbe Karte für den Genfer. Der Freistoß, Vastic tritt ihn selber und das 1:0 war perfekt nach 35 Minuten. Ivica Vastic, die Diva und Gianrean, die Nummer 2, macht die Lücke auf in der Mauer. Dumm also für die Genfer, dass das so gelaufen ist. Schade, 35 Minuten also gespielt, die Österreicher in Form. Die Antwort der Genfer mit Lofa. Schickenrieder, klasse gemacht. Dann der Wechsel, der sich abgezeichnet hat. Es ging nicht mehr bei Erik Bedard. Am Oberschenkel hat sie ihn erwischt, vorhin bei dieser Szene. Er musste raus. Margera, der junge Mann, musste rein. Das nach 40 Minuten. Und dann ging es noch 4 Minuten. Die Nachspielzeit hatte eben begonnen. Noch 4 Minuten wurden angezeigt. Servet aber mit Gedanken wohl schon in der Pause. Man pennte nämlich von rechts. Korsos. Und in der Mitte ist passiert. Martens im zweiten Anlauf, nachdem Straffner zuvor mit dem Kopf Margera nicht bezwingen konnte. Aber da standen sie alle ganz, ganz weit weg. Hier zunächst Straffner gegen Wolf. Margera versucht noch alles. Gegen den Nachschuss des freien Martens ist er allerdings machtlos. 46. Minute 2:0. Was für eine bittere Pille für die Genfer. 0:2 hinten. Peter verletzt. Die Champions League war in weite Ferne gerückt. Aber es ging ja noch ein Weilchen in dieser Nachspielzeit. Die letzte von insgesamt 4 Minuten in der Nachspielzeit. Lofa! Jawohl, da war's! Auch in der Nachspielzeit. Der Anschlusstreffer. Es war zugleich auch der Pausenstand. Servet, es liegt also noch alles drin. 2:1 zur Pause. Mühlmann und Schickelgruber. Eigentlich als Nummer 2 geholt im letzten Winter, aber er hat sich etabliert als Neuer. Denn die Defensivspieler der Österreicher haben ihre Stärke eher im ersten Stock und höher. Und Varela ist ja bekannt für seine Schnelligkeit und für seine gute Technik. Dürer, die beiden Einwechselspieler im Zusammenspiel, wieder Varela. Ah, da hat er sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt, aber eine schöne Aktion. Dürix, Petrov mit nach vorne. Nicht, dass die Genfer noch übermütig werden. Dann ein klares Foulspiel gegen Varela. Eine Variante, die den starken Kopfballspielern. Da stehen sie nicht gut da hinten. Da kommt noch Prilasnik.
Oh, Riesenglück für die Genfer. Riesenglück. Da sind sie für einmal etwas unaufmerksam gewesen und beinahe schon das 3:1. Da stehen sie ganz, ganz schlecht. Zwei Verteidiger gegen drei Stürmer und dieser Ball streift sogar noch den Pfosten. Dürix, Bühlmann, vorbei an Popovic, das weiß man, der ist langsam. Bühlmann! Ja, aber eine klare Leistungssteigerung der Genfer in den zweiten 45 Minuten. Hat dazu geführt, dass das ganze Ding noch ziemlich spannend sein wird. Bühlmann, wunderbar den Ball mitgenommen und Varela segelte knapp den Ball vorbei. Troff, Dürix kommt mit. Ist das die Chance zum Ausgleich? Dürr, kein Abseits. Leonard Dürr, das darf doch nicht wahr sein. Meine Güte, wäre das die Möglichkeit gewesen, mit einem 2:2 zurück in die Schweiz zu reisen. Abgelenkt dieser Schuss von Dürr und deshalb gibt es noch einen Eckball für die Genfer. Ja, meine Güte, wäre es das gewesen. Und an dieser Statistik können Sie erkennen, 7 Eckbälle für die Genfer, nur deren 3 für Sturm Graz. Das Blatt hat sich auch statistisch gesehen geändert. Petrov. Schickelgruber. Sie haben sich wesentlich besser eingestellt auf das Spiel der Grazer. Diese kamen in der zweiten Halbzeit kaum noch zu einer Torchance. Sturm Graz gewinnt gegen Servet Genf nur mit 2:1. Und wir erwarten ein spannendes Rückspiel in 2 Wochen. Das war's aus dem Arnold Schwarzenegger Stadion in Graz. Ich gebe zurück nach Zürich.